Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Dragon Quest Builders 2. So, wir haben das letzte Mal die Muckibude noch gebaut und ja auch da vorne Babs Zimmer. Ich hoffe, sie ist zufrieden soweit. Ich hoffe es. Naja, werden wir sehen. So, jedenfalls, es wartet auf uns diese komische Silberkneipe. Aber ich möchte auf jeden Fall vorher noch die Glocke läuten, weil ich vermute auch, dass es einige Sachen gibt, die ich dazu auch brauche. Von daher, gib ihm einmal Zunder. Jawohl. Und wir haben die Stufe 3, glaube ich jetzt. Jawohl. Stufe 3. Und was lerne ich? So, jetzt werden erst einmal wieder alle abfeiern. Es kommen neue Rekruten. Jawohl, Applaus, Applaus. Und wir lernen etwas Neues. Da hat sie die Augen aufgerissen. Yeah! Bobette lernt neue Sachen, genau, Teppich und so weiter. Und auch die, ach genau, der Cocktail. Pilzplatte, Schlachtplatte und Springbrunnen und Vorhang, alles lernen wir. Das ist super. So. Ja, ja, ich habe genau, das habe ich alles gelernt, genau. Ihr seid super, so. Jetzt lass mich erst einmal Servus sagen zu den neuen Rekruten. Ja, ja, da schaust du, ne? Jawohl, posiert. Oh Mann, die kann sich ja vor Verehrern gar nicht retten hier. Ein zweites Sechserpack Bergarbeiter zieht in die Siedlung von Bobette ein. Es ist nicht meine Siedlung, aber ist ja auch egal. Na komm, jetzt lass mich mal weitermachen hier. So, wir wollen einmal mit ihm hier nicht reden, sondern ich möchte aufsteigen. Harte Steine, Probleme, ich helfe. Angst vor Tunnel, nicht alleine. Spring rauf. So, genau. Wir müssen einmal aufsteigen und zwar genau hiermit. Hey, ihr da drüben. Wir laufen einmal mit hinterher. Ja. Muss diese Mini-Stufe muss ich springen. Ach so, da komme ich nicht rein, ne? Moment, kann ich da Ego-Perspektive machen? Nee, ne? Angreifen mit F? Na super. Jetzt habe ich die Gleise weggehauen. Na ganz toll. Naja gut. Was soll's. Muss ich halt wieder hinsetzen. Ist wurscht. Ich meine, das Zeug bleibt zwar liegen, aber wenn ich jetzt schon auf den seine Schultern hocke, ne? So. Naja. Kann ich irgendwie die Sicht ein bisschen ändern? Keine Ahnung, warum man die eine Stufe nicht schafft. So, hier haben wir Silber gefunden. Lass mich dann mal dagegen hauen, bitte. Okay, Bobette sagen, wohin und ich zerschmettern. Alles klar, ich würde gerne hier auf der Höhe bleiben. Achso, das geht nicht, ne? So. So, lachen jetzt, ne? Bla, noch schwach. Ja, sammeln werde ich das Zeug dann. Und gib ihm. Und dann gleich nochmal. Ah, verdammt. Ich mag da keine Stufe drin haben. Na gut. Und nochmal. Gut. Und da unten nochmal. Diese Melodie, ne? Jawohl. Was ist jetzt? Kann ich bewegen? Keine Kraft mehr? Oh. Gut. Alles klar. Silber sein. Bla bla. Okay. Also wir haben es jetzt auf jeden Fall schon mal hierher geschafft. Ein neuer Höhlenabschnitt. Wie toll. Ich würde trotzdem gerne mal den ganzen Mist hier aufsammeln. Okay.
Aber ob ich das schaffe... Moment, ich gehe mal hier rein. Damit habe ich das. Und da muss ich nichts mehr hauen. Das passt auch. So. Ich lasse ungern den Mist hier liegen. Aber es wird wahrscheinlich vielen genauso gehen. Wenn du hier so einzelne Steine rumfliegen hast, das ist einfach nicht schön. So, noch was da. So, dann gehen wir mal einmal davor. Da oben liegt auch ein Stein. Da liegt ein Stein. Lichtenstein. Lichtenstein, überall Lichtenstein. So. Und da auch nochmal. So. Habe ich jetzt alles? Da vorne, das mache ich später. Jawohl, wir können direkt durchfliegen. Yes. So. Guck dir das an. Toll. Die Riesenkette runterklettern, natürlich. Was? Irgendwo muss ein bisschen Silber sein. Ja, mit Sicherheit. Warte mal, ich gehe mal wieder raus aus meiner Ego. Wir können natürlich die Kette runter klettern. Ganz klar. Aber ich... Wenn, dann fliege ich lieber. Ich bin jetzt gar nicht sicher, war da nicht auch irgendwo ein Raum? Ach, freilich da. Gerade dran vorbeigelaufen, ne? So. Bettensäcke. Aber ich glaube, hier war sonst nichts mehr, ne? Guckt euch das nur an. Riesenhöhle, Silber, Gold, wahrscheinlich Nervenkitzel. Gut. Eine Kurskugel. Jo, lass mich die mal aktivieren. Was noch? Da drüben ist ein richtig großer, ja. Aber der ist dunkel und du brauchst Licht. So, Moment. Wir machen jetzt erst einmal unsere Kurskugel. Einmal. Genau. Alter Aufzug ist es. Alles klar. Wir haben hier ganz viele von diesen Pilzis. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, für was ich die Dinger hier noch brauche. Aber für irgendwas ist es auf jeden Fall gut. Ich weiß auch, dass wir irgendwie die Fackeln dann später mal anzünden müssen. Und irgendwo hier ist dann auch nochmal ein anderes Versteck. Gut. Ah, da haben wir auf jeden Fall auch ein Ding. Platzieren. Ah, die können wir kochen. Okay. Da haben wir einen Tisch. Warte mal, ist der irgendwas neu? Ah, die Eisenwerkbank. Okay, die hat sich jetzt quasi auch verbessert. Das Ding haben wir neu. Wir haben einige Sachen neu. Ganz klar. Das Ding auch, das Fenster. Das heißt, ich könnte dann bei Bab sogar mal so ein Fenster reinbauen. So, schauen wir erst nochmal zu ihm hier. So, Pots 1000, Stammmännchen, bla bla. Ich habe Dunkelophobie. Ist in Ordnung. Ui. Jawohl. Fackel. Alles klar. Dankeschön. So. Sch
schauen wir mal. Der da ist mir nämlich egal, der Pilz. 6 Stück müssen wir insgesamt anzünden, ist in Ordnung. Ich glaube, da habe ich sogar mal einen Tunnel dann durchgebaut, um es ein bisschen kürzer zu haben. Da haben wir nochmal. Und da vorne haben wir noch eine. Oh, und Silberschleim. Den da brauchen wir. Malrod, schnell. Pfeif auf den anderen Kali. Yes, Silberschleim. Ah, oder Silberschlamm, ist ja egal. Aber der ist nämlich äußerst selten. Wow, die haue ich ja richtig weg jetzt mit dem Schwert. So, Moment. Anzünden, damit haben wir das. Ja, und jetzt? Zack, hell, Auge drauf werfen, Silber, das wir suchen. So. Irgendwo muss ein bisschen Silber sein und ich glaube, das haben wir dann da vorne. Na nun? Achtung, Bobette, ich habe eine Ahnung, dass das genau die Sorte Ecke ist, in der sich Monster von den Kindern Hagons rumtreiben. Ui! Den da wegmachen, dann ihn hier. Gut, damit haben wir den. Wieder Erfahrung gesammelt, nochmal eine Kurskugel. So. Was ist das denn? Silber. Da haben wir Silber. Und wir haben hier auch eine Kurskugel. Weiß gar nicht, warum so knapp hintereinander eine Kurskugel ist. Normalerweise hätte es doch gereicht, hätte man die eine Kurskugel jetzt halt hier gehabt. Oh! Bombis. Jawohl. So, schauen erstmal. Genau. So, das Problem ist jetzt wahrscheinlich, dass ich das nicht mit dem Bomberschlag rausbekomme. Hat 2 Schläge, ist in Ordnung. Und ich glaube auch nicht, dass ich. Oh! Dann eine neue Anleitung. Silberband. Naja, gut. Klar, brauche ich ja. Was jetzt? So. Wie viel soll ich sammeln? Ich weiß es nicht, aber ist ja auch egal. So, wir hauen hier 2-mal rein. Und damit haben wir schon mal die Menge, die wir brauchen. Aber trotzdem, ich muss natürlich noch mehr holen, ganz klar. Weil das bisschen, was wir da immer bekommen, das wird nicht reichen. So, und vor allem, es müsste jetzt langsam mal dann Abend sein. Ja, die habe ich doch schon. Ja, es geht auf jeden Fall langsam auf den Abend zu, was ja schon mal ganz gut ist. So, die blauen Beeren sind auch neu. Gehe ich vielleicht. Jawohl, machen wir da. Gut, weil. Genau, Plankapfel. Plank.
Blankapfel nennt sich das. Gut. Damit haben wir, wie viel Silber jetzt? Zeig's mir. Achso. So, angeln muss ich hier auch noch. Schauen wir mal da noch rum. Da ist auch noch ein Flankapfel. Und da haben wir auch noch mal Silber. Ja, machen wir es da. So. Nein. Ich weiß. Ah, jetzt. Aber ich glaube, Silber kriegen wir doch gar nicht jetzt. Schauen wir mal. So, ich müsste erst einmal mit denen sprechen, ne? Doch, 10 Brocken Silber. Na dann. 90 Brocken für ihn. Na gut, er braucht aber auch 3000 insgesamt, ne? Ah, das ist sogar was. Okay. Seltsam, dass gerade der Brocken hier nicht weggeht. Also bei dem Silber hätte ich es jetzt halt noch verstanden, ne? So. Schauen wir mal, ob wir noch was finden. Da vorne noch. Auch wieder die Blankbeeren mitnehmen. Und auch die Pilze, natürlich. Okay, Sekunde. Silber haben wir. Aber gut, unser Schlag, der wird schon noch besser. Wir können jetzt hier auf jeden Fall weiter. Da war das Feuer. So, das, ihr wisst, dass mich das stört, ne? So, okay, da war die Kurskugel. Da ist sonst nichts mehr. Dann laufen wir mal hier zurück. Im Lauftempo. Die Pilze sind mir jetzt erst einmal egal. Ich weiß gar nicht, warum ich da ab und zu mal dann Dinge reingehauen habe. Ouch.
Nein! Nein, 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 nein! Lass mich weg! Ich wollte gerade weghüpfen. Naja, gut. Was soll's, bin ich selber schuld. Aber dann sind wir wenigstens jetzt auch wieder zurück. Dann kann ich gleich einmal schauen, dass ich das Silber einschmelze. Ja, ja. Hör auf mit dem Unsinn. Schauen wir erst einmal in die Kisten. Ja, da haben wir nämlich auch noch die 10 Silber. Wundervoll. So, du hast sie gefunden. So. So. Ah, der Butz. Der Butz. Verbunden in Dresensteinschüttler. Ups. So, ich hole mir jetzt erst einmal meine Herzen. Untersuchen. So. Wir machen jetzt erst einmal alles Silber. So, und das sind, naja, immerhin 70, ne? Einmal sammeln. Dann würde ich sagen, tun wir jetzt halt auch das Eisen schmelzen anstatt dem Kupfer. Das geht ja relativ schnell. So. Jetzt überleg, überleg. Ach ja, genau, Silberschlamm, den wollte ich mir nochmal genauer anschauen. Klebriges, schleimiges Metall, das von einem Metallschleim stammt. Und der Blankapfel, hat halt 5 Lebenspunkte, 7. Ich würde sagen, wir tun das mal ins Innere meiner Tasche. Das da auch. Die Betten weg. Und das lasse ich mal. Und dann tun wir das mal ganz kurz auf die Feuerle legen. Genau. Einmal platzieren und kochen. Können wir gleich nochmal platzieren und kochen. Und dann eben noch die Beere. Und die tun wir dann auch gleich einmal in die Fässer rein. Aber anscheinend... Ah, okay. Vom Trinken her gibt es was anderes. So, wir haben hier... Okay, nichts Besonderes. Und hier haben wir die Spieße. Perfekter Pilzspieß. Okay. Und der perfekte Pilzspieß, der gibt uns 30 Sattheit und 10 Abbau. Das ist doch cool. So, lass mich mal daher, bitte. So, und das ist das erste Mal reizvolle Rebschorle. Alles klar. Ja, wir brauchen ordentlich Cocktail-Dingsbums. Dann tun wir das... Oh, warte mal, da schauen wir mal ganz kurz. 5 Sattheit, 17 Abbau. Aber ich weiß nicht, was dieser Handschuh da ist oder was das für ein Zeug ist. Keine Ahnung. So, rein damit. Rein damit. Rein damit. Das Zeug auch rein. Und das da rein. So, damit haben wir dann alles raus. Pilzspieße für mich? Nein? Stimmt, wir können ja mal schauen, was wir da drin haben. Oh, doch. Die können wir sogar mitnehmen. 30. Die haben 20, ne? Ja, warum nicht? Dann nehmen wir die auch mit. Dann sind wir auf jeden Fall doch ganz gut versorgt. Gut. Sind gerade mal 10 Stück von den Silberdingern da fertig. So, wir können ja mal gucken, was müssen wir alles herstellen. Wir brauchen 148 von den Eisenblöcken. Das sollte kein Problem sein. Machen wir gleich mehr, dann sind wir glücklich. Die gehen wahrscheinlich in die Tasche, oder? Na, nicht einmal, das ist gut. So, dann haben wir hier 161. Allerdings
können wir da nur 30 Stück machen, also warte ich damit noch. Da brauchen wir 16, also mache ich doch einfach mal 50. So. Die goldene Feuerschale, da brauchen wir allerdings Goldbarren dafür, das heißt, die können wir noch gar nicht machen. Der Verbindungstresen brauchen wir 4 Stück, da mache ich jetzt auch nicht mehr. Wir brauchen hiervon 2 Stück. So, die anderen gedeckten Tische, kann ich die herstellen? 3-mal sogar, jawohl. Dann die Steinschemel. Mache ich auch nur so viele, wie ich brauche. Die sind in der Tasche. Gleich mit raus tun. Wo seid ihr? Also zum einen die hier raus und die da raus. Uiui. Das ist das ganze Deko-Zeugs. Oh, was braucht man da? Stechbrause. Die Stechbrause. Die muss ich wahrscheinlich... muss ich mal gucken. Die hier müssen wir herstellen. 5-mal. So, wir brauchen hier nochmal 1. Ja, und dann das ganze Deko-Zeugs, ne? Also. Da können wir halt noch nicht allzu viel herstellen. Aber ich würde halt sagen, na gut, machen wir so viel wie gehen. Das sind immerhin 80 Stück. Die Hälfte in etwa. So. Gucken wir mal ganz kurz. Wir sind jetzt halt hier vorne dran. Die Eisenblöcke. Okay, das hat gepasst. So, nochmal drauf schauen. Okay, das hat gepasst. Und auf der anderen Seite quasi das Gleiche. Oh. Ich glaube, da auch noch. Ja. Gut. Dann haben wir schon mal die ersten Eisenblöcke. Die Dinger kommen dahin. Auch wenn mir der Boden nicht gefällt, aber den kann ich ja immer noch umändern. So, hier waren, glaube ich, die Steintische. Nein. Was waren da nochmal? Nochmal Eisenbrocken? Oh, tatsächlich. So, dann gucken wir nochmal auf den Plan. Wo kommen die anderen Eisenblöcke hin? Öha. Der komplette hintere Bereich und diese zwei Teile da. So. Moment. Das finde ich schon raus. Wir sind jetzt Eisenblock. Okay, der war falsch. Da geht's los. So, nochmal drauf schauen. Jawohl, der muss jetzt dann
bis davor. Lieber mal öfters drauf schauen. Okay, da stehe ich. Drei hier rüber. Na gut. Dann haben wir zumindest schon mal den ersten großen Teil hier weg, ne? Das ist ja auch schon mal was. So. Das ist alles Eisen noch. Okay. Falsch. Falsch. Da war's. Gut. Genau das gleiche hier auf der Seite nochmal. So, und dann noch. Es ist einfach am besten immer wieder mal drauf zu schauen. Ah, okay, da muss eine Leiter hin und da muss eine Leiter hin. Wo ist jetzt meine Leiter? Ach so, die ist im Inventar. Alles klar. Zack, raus damit. Gleich mal schauen, ob ich da noch was habe. Nee. So, Moment. Muss ich da noch rüberwärts auch? Nee, rüberwärts ist nur dann die Silber... Dinger, okay. So. Sekunde. So, weil da kommen die Lampen dann rein. So, nochmal drauf schauen. Man kann sich das ja gar nicht alles merken. Also da sind es dann... Ich kann auch nicht hinzoomen, oder? Kann ich hinzoomen? Doch. Zoom, Control und Rad. So. Dann würde ich sagen, machen wir erst einmal da unten noch weiter, weil ich möchte die Bahn nämlich auch gerne da herstellen. Allerdings... Okay, das ist dann alles Silber. Ja. Nein. So. Da kommt aber jetzt das Silber hin. So. Das ist mir nämlich am wichtigsten.
So, ich glaube aber, ja, da geht es auch noch lieber wärts. Schauen wir, wie weit wir kommen. Nicht allzu weit, aber zumindest bis daher. So, die Bar. So, Nummer 1. Dann müssen, glaube ich, davor die Stühle. So. Fässertechnisch, die kommen, glaube ich, da hinten irgendwo hin. Oh je, warte mal. Wieder zurück. Bisschen drehen. Ich finde es ein komisch, dass ich das nicht schieben kann. Okay. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesehen. Jawohl. Ups. Kriegen wir einmal unsere neue Ladung. Schauen wir, wie viel Silber wir kriegen. Kupfer und nochmal 10 Brocken Silber. Naja gut, das ist wie gesagt nicht sehr viel. Aber besser als gar nichts. Ach, schade. So, lasst mich mal daher, Jungs. So. Hier ist auf jeden Fall schon einiges fertig. Da ist das Eisen fertig. Ich würde sagen, jetzt machen wir da nochmal Kupfer. So, zack. Und die lassen wir noch durchlaufen und dann haue ich beim nächsten Mal, haue ich dann da nochmal Silber mit rein. Genau, dann sollte es das für heute gewesen sein. Ich hoffe jedenfalls, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich freue mich drauf, mit euch das nächste Mal hier weiterzubauen. Insofern macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao!